die Folgen von Trials Evolution mit Mia, Schrammo und Basti und auch mir beginnen immer mit einer Ansage. Und nicht selten ist diese Ansage auch ein Spruch und damit auch ein Anspruch. Und die Ansprüche können manchmal sehr hoch sein, wenn man vorher noch darüber redet, dass ich immer so tolle Ansagen mache, was aber überhaupt gar nicht stimmt. Und jetzt bin ich total verwirrt und hallo. Hallo Fred. Nein. Ich stimme dir zu. Hallo ihr, wo kommt ihr denn her? Hey. Nee, wir haben gerade schon mal kurz, hat Schamo alles kaputt gemacht. Jetzt disst er mich wieder runter. Ganz leicht. Huch, wer ist denn da schon ins Ziel gekommen? Ich. Bin noch voll weit hinten, aber bei mir hakt es auch. Ich werde euch gleich wieder, wenn ich ins Ziel komme, dann überhole ich euch gleich wieder wahrscheinlich. Mhm, erste. Von der Zeit. Ja, pass mal auf. Ziel? Gleich kommt Spiel endet in einer Sekunde, bumm, Mia ist erster. Wie, nein, nee. Ich bin doch Vierter geworden. Wie gesagt. Was? Ich bin jetzt aber sehr enttäuscht. Ja. Was ist denn da los? Tretbrot. Wir haben uns vorhin vor der Aufnahme darüber unterhalten. Ich erzähle das jetzt einfach mal. Ja, ich gebe das Preis. Nein. Nee, nicht? Basti, du musst dich doch nicht schämen für deine... Basti wäre nämlich gerne eine Frau. Das ist jetzt aber gelogen. Also ich habe es gelogen. Also wir haben uns gerade kurz darüber unterhalten, dass wir alle gerne mal im Körper des anderen Geschlechts wären. Also im so Sinne für einen von, Tag mal ausprobieren. Im Sinne von das andere, ne? Also einen anderen Körper und nicht im Körper des anderen Geschlechts. Wäre gerne mal in einem Penis. Was? Bitte? Ich hab das jetzt mal da gibt es doch einen Fachbegriff für, oder? Ich sag's jetzt nicht. Was ist denn hier los? Wieso? Was ist mit dieser Maschine? Ich weiß auch nicht, was ist super, super fast hier. Hieß die Strecke nicht super fast? Wie hieß die Strecke? Ich glaube irgendwie sowas. Und ich muss sagen, ja, also um nochmal auf das Thema zurückzukommen, dass ich sogar gerade, also vorhin, fast noch interessanter finde, in einer Batterie zu sein. Nee, ich gib's auf. Ich Fred, ich höre dir zu. Ich höre dir auch zu, Fred. Ich möchte es wissen. Ich auch. Eigentlich nicht, aber... Was findest du interessanter, Fred? Nein, ich finde es halt auch ziemlich interessant, sich zu überlegen, was denn wohl... also jetzt in dem Fall ist ja nur... Also für alle, die sich da nicht sicher waren, Mia ist die einzige Frau hier in dieser Runde. Ne? Danke. Basti ist ein Mann. So. Und deswegen ist Mia die einzige Frau. Und da finde ich es halt... also hier jetzt und da finde ich es halt auch interessant, was denn, also warum denn, ja, ich habe den Gedanken, der Gedanke ist noch nicht ganz ausgereift, ich muss da nochmal drüber nachdenken. So, ja, fertig. Ja, Fred. Okay. Welche Erwartungen denn jemand hat in dem Körper, also in einem, das andere Geschlecht zu haben? Ich habe vorhin schon gesagt, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst. Nee, ich alle. Nee, ich denke zum Beispiel, dass das eher enttäuschend sein wird. Weil nämlich Sachen, auf die man sich lange freut und von denen man denkt, dass sie bestimmt voll besonders sind, am Ende meistens enttäuschend sind. Aber was wären denn das so für Sachen, Mia? Ja, ein anderes Beispiel, der kann mir das gerne nennen. Ich kann mir das zum Beispiel bei einer Hochzeit gut vorstellen. Also ich habe jetzt noch nicht geheiratet, so ist es nicht. Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass zum Beispiel viele Frauen das total, wie nennt man das? Ja, geil romantisieren sind. Quasi. Und denken, dass das viel toller wird. Wieso komme ich nicht ins Ziel? Wer Basti? Der redet die ganze Zeit nicht und fährt einfach mal hier ganz Ich höre euch zu, Ziel, ich ne? möchte euch nicht unterbrechen. Ich hätte nicht ansonsten noch was ja, erzählen. Ja gut, wenn du uns nicht... Warte doch vom Ziel, Basti. Nee. Also, um da nochmal drauf hin... nee. Also, ihr wisst, was ich meine. Ja. Ich glaube, zum Beispiel bei einer Hochzeit denken viele Frauen, dass es viel toller wird. Es gibt sicherlich auch voll die Traumhochzeiten. Aber letztendlich gibt es sicherlich auch viele Frauen, die das sich ganz toll ausmalen und dann wird es nicht so. Ja. Ich fürchte, wir haben ein Problem hier. Achso, du redest aber jetzt gar nicht mehr davon, das Geschlecht zu tauschen, sondern das ist weil... Nee, es ging jetzt um Sachen, wieso ich meinte, dass es gut sein kann, dass Leute dann enttäuscht sind. Noch Knotenkopf. Ich kann mir gut vorstellen, dass Männer sich total darauf freuen würden, mal endlich eine Frau zu sein und bestimmte Dinge auszuprobieren. Aber dann ist es am Ende doch sehr ernüchternd. Wir sind ja auch nur Menschen, auch wenn es manchmal nicht den Anschein hat, dass wir was Besseres wären, nicht was Schlechteres. Wer ist da bei mir? Warum hast du die Innenkurve? Wer bist du? Tut mir leid.
Was ich halt wirklich, also... Welche Kurve? Wir hatten das ja vorhin auch schon. Die meisten würden ja sagen, ich würde mir als, also wenn ich ein Mann bin und dann eine Frau wäre, dann würde ich mir an den Brüsten rumfummeln und was weiß ich was. Aber ich glaube... Hä? Wieso hast du mich jetzt überholt? Ja, weil du schlecht bist. Hä? Bist du eine andere Strecke gefahren? Ich hatte keinen Sprung bei mir. Aber da fährtest du ja auch gerade die Innenbahn. Das war aber unfair. Boah. Nee, aber ich glaube, man müsste dann eher was machen, was wirklich so typisch weiblich ist, wie zum Beispiel shoppen gehen oder, ne? Solche Meckern. Dinge. Einfach um nachzuvollziehen, weswegen denn Frauen überhaupt so geil sind aufs Shoppen. Das stimmt doch gar nicht. Das kann man nicht verallgemeinern. Aber bin ich als Einzige schon wieder nicht ins Ziel gekommen? Nee. Oder? Aber ich habe mich nicht gemault. Es gibt gar keinen Grund, wieso ich es nicht geschafft haben sollte. Gemacht? Ganz vielleicht, langsam. Vielleicht kackt dein PC wieder, Extreme Room. Oder warst du zwischenzeitlich shoppen? Genau. Schau, du bist so doof, Mann. Ja, Online-Shoppen. Ich gucke hier gerade immer bei Amazon, ne? Auf dem Handy. Bei den neuesten Schuhen. Genau. Also, wer sagt denn, dass Frauen geil wären aufs Shoppen, hm? Basti. Ich sag das. Ich beweise dir das Gegenteil, würde ich ja sagen. Ne? Aber kannst du ja nicht. Jede Frau, also Männer haben ja auch, Männer gehen ja im Allgemeinen oder haben ja auch irgendwas, was sie sich gerne kaufen oder ein Hobby, was sie sich, Auto, Technik, Computer oder sowas. Also, aber bei Frauen ist es, wird es schon leicht sehr schnell irgendwie sowas wie Ecstasy, ja. Wir rechnen zu Ecstasy. Wird ganz schnell Koks draus. Ja. Das ist doof, ne? Wie konzentriert wir alle sind, weil es die erste schwere Strecke ist, ne? Ja. Die ist auch und so ich bin hinten, gar nicht. Vor allem. Wer ist denn vorne? Basti? Basti. Basti, der sagt, so schwer ist die gar nicht. Ich find's gerade tatsächlich irgendwie. Ich weiß nicht, was los ist. Tut mir leid. Basti ist rechnerhaft. Basti, was ist denn los mit dir? Das kann doch gar nicht sein. Jetzt die ganze Runde hier schon. Ich hab meine Stelle gefunden. Keine Angst. Welche Stelle? Wo ich nicht weiterkomme. Er hat seinen F-Punkt gefunden, seinen Fail-Point. Ja. Der war gut, oder? Komm. Fand ich ganz witzig, ja? Oh. Wie seht ihr das denn so? Wärt ihr denn gerne mal für einen Tag eine Frau oder nicht so? Ja, ich glaub was nicht. Denkt ihr davon? Denkt ihr auch, dass es eher enttäuschend sein wird dann? Oder? Ich weiß nicht. Ja. Ich glaube, wenn es wirklich nur ein Tag ist, dann nicht. Weil kommt man dann halt die auch drauf an, nicht oder wie. In welcher Phase des Monats das denn ist, ne? Ja, auf dem Wochenende ist oder an einem Mittwoch. Oh, okay, hier ist mein Eis. Na, wie gesagt, was Mia halt auch gesagt hat, oder wer war's? Ich fände es schon interessanter, nicht für einen Tag mal eine Frau zu sein, sondern wenn dann für eine längere Zeit. Ich glaube, oder war es Fred? Was war Fred gesagt? Ich habe gesagt, genau, wenn man wirklich wissen will, was es bedeutet, dann muss man es länger sein. Ja. Und dann kann es sein, dass man natürlich auch enttäuscht wird. Was und sich denkt, boah, ist ja doch ganz schön doof irgendwie. Bitte? Ich bin gerade total überrascht. Es tut mir leid, ne? Ich musste gerade mal unterbrechen. Ich bin auch total überrascht. Ich war weiß auch nicht, was Basti da gemacht hat. Ey, Basti, wer bist du und was hast du mit dem echten Basti getan? Nee, ich bin schon der echte, aber hier sitzt neben mir jemand, der hat das Gamepad in der Hand. Achso. Deine, aber ich kann mich ja jetzt in den nächsten Runden dann zurückhalten. Sehr schön. Widerlich. Haben wir genug? Wir sind schon wieder recht kurz nur, ne? Aber ja. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Also, wir sind doch noch bei eine 13 Minuten oder sowas. Eine Standardstrecke? Was wollt ihr denn da? Welchen Schwierigkeitsgrad? Ruhig mal eine schwere Strecke. Ja. Also die Standardstrecken gehen ja. Eine schwere aus der Karriere. Richtig. Manchmal frage ich mich, ob ich noch ganz normal bin. Ich sitze hier gerade und drehe mir meine Cola-Flasche auf, mitten in der Aufnahme. Nee, die ist tot. Schrammo, ja. Du bist nicht wir haben ihn, ihr müsst wissen, wir haben Schrammo heute alle leiser gedreht, weil er sonst immer so laut ist. Und heute nuschelt er sich da ein in den nicht vorhandenen Bart. Ja. Irgendwie sind das alles Strecken, die wir schon tausendmal gefahren sind, ne? Ja, ist das so? Die Aussteuerungsbereich, halt, ne? Sagt mir irgendwie nichts. Steuer? Nö. Ist ja egal. Doch, sag wir quatschen was. Ja eh nur total. Ach doch, nicht. Mir sagt sie jetzt auch was, wo ich das spiele. Genau, ist ja egal. Ich glaube, jetzt habe ich Basti oder Fred unterbrochen. Wohin? Mit meinem Geflame. Da hast du mich unterbrochen. Ach so, entschuldige, Fred. Du darfst gerne weitererzählen. Nee. Mia, du darfst mich doch immer gerne unterbrechen. Nein.
La, la, la. Fahr schon, du Fahrstuhl. Fährt er jetzt nicht runter? Oh. Fährt er runter. Fried. Ui, Mia. Erzähl. Was Fried. Denn? Ich wollte eigentlich, ich war glaube ich auch schon fertig mit erzählen, also. Ach scheiße, was mache ich denn hier? Du fährst oh Motorrad. Gott. Motorrad. Oh Gott, hier ist eine Schiene. Meine Oma fährt im Hühnerstall-Motorrad. Jetzt verstehe ich das. Ich kenne die Strecke und ich bin hier immer über das Ding drüber gezuppelt und war so verwundert, wieso Schrammo denn die Strecke geschafft hat. Ach nee, und was mache ich denn? Meine Oma fährt im Hühnerstall-Motorrad. Meine Oma ist eine ganz besondere Frau. Kannst du schon sehen. Danke. Danke. Meine oh, endlich hat Schrammo wieder seine normale Lautstärke. Meine Oma ist aber halt auch schön. Was? Ist doch nett. Wenn deine Oma das hört, wird sie sich bestimmt freuen. Ha, meine Oma war tatsächlich, früher als junge Frau, war sie wirklich äußerst... Oh, das war doof. So sagt man das aber nicht. Schön. Was sagt man so nicht? Ja, wenn, dann sagt man, sie ist immer noch schön. So ist doch gemein. Vom Charakter her ist meine Oma auch noch schön, aber sie ist halt... Ich würde jetzt... Halt. Wow. Natürlich war sie eine... Oder ist sie eine schöne Frau, Basti, Mensch. Man sieht es doch an dir. Es liegt dir einfach in den Genen. Nein. Ich komme eher nach meinem Opa. Und der war ein totales Badass, nicht wahr? Das ist das mit diesen doofen Kugeln, oder? Oh, ich meine, fuck. Jetzt? Hä? Ey, wieso komme ich hier nicht rüber? Sind alle einfach viel zu konzentriert, Alter. Ja, also dieses Drehding, das ist kein Problem. Die scheiß Fässer danach. Fässer? Ja. Die Fässer muss man ja nicht. Doch, jetzt habe ich die Fässer gemacht. Wow, eine Rampe. Oh, ich glaube es nicht. Fred ist vorne. Krass. Oh, Basti ist nicht vorne. Was geht denn? Nee. Cool. Ich werde auch... Wow, was ist das denn für ein Wabbel-Wabbel? Richtig. Alter, willst du mich veräppeln? Veräppeln. Willst du mich veräppeln? Bind mir keinen Macintosh auf. Wie gut. Oh, das ist ja mies hier. Endlich, ey. Nee, das ist tatsächlich mies. Passe diese Strecke hier am Ende. Nee, ja, nein. Oh. Wie ist denn das eigentlich versicherungstechnisch und so, wenn man hier... Wenn man eine Frau wird? Hä? Oder Mist, was verdammt, wie habe ich das beim letzten Mal nochmal geschafft? So nicht. Hä? Du Mia. Ja, Fred. Was würdest du denn sagen, was macht das Dasein als Frau aus? Oh... Nagellack. Nichts anderes als das eines Mannes, oder? Ich glaube, es gibt da gar nicht so viele Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Würde ich mal behaupten. Leider bei den meisten aber viel reden. Zu viel reden. Die Frauen? Unangenehm viel reden. Oh, das, da können wir jetzt so gar nichts mit anfangen. Ne? Aua! Komm hier nicht über den zweiten Ball. Ich will noch ins Ziel kommen. Nö. Nein, ich maul mich hin. Ich bin heute irgendwie so seltsam drauf, was meine Artikulationsfähigkeit angeht. Ich habe den Eindruck, dass ich meine Sätze nicht richtig beende. Kann das sein? Oder, nee, machst du auch nicht richtig. Du nimmst zum ersten Mal wahr, wie dich die Umwelt wahrnimmt, Fred. Herzlichen Glückwunsch. Nee, um nochmal darauf zurückzukommen, was Frauen oder das Dasein einer Frau ausmacht. Ja, auf Wiedersehen. Im Gegensatz zu einem Mann. Ja, bitte? Wollt ihr nicht mehr reden? Ich denke, es wäre witzig jetzt an der Stelle. So, weißt du? Also es ist erstmal natürlich immer unterschiedlich von Person zu Person. Ich glaube, man kann das auch nicht so beziehen auf ein Geschlecht. Aber was Frauen schon unterscheidet zu Männern, ist halt, dass sie mit anderen Menschen anders umgehen in der Regel. Halt auf Frauenart und Weise. Während Männer eher unkompliziert sind, würde ich sagen, sind viele Frauen leider kompliziert. Und natürlich gibt es auch komplizierte Männer. Also ein Punkt wäre das Kompliziertsein. Echt ein kompliziertes Thema, ja. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist super kompliziert, ja. Das ist sehr difficult. Quasi. Ja, naja. Wir werden dafür sicherlich nochmal eine Lösung finden. Ja, die präsentieren wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen, oder? Was? Nee, also wenn es euch nicht interessiert, Jungs, dann fragt doch gar nicht erst nach. Bitte? Was? Ich, doch, klar. Natürlich interessiert mich das. Nur ich dachte, wir hätten jetzt hier schon... die Zeit voll und müssten die nächste Folge machen, oder nicht? Ich wollte euch nur ein Beispiel fürs Kompliziertsein geben.
Vielen Dank. Hat dir, ist dir geglückt. War doch sehr anschaulich, ne? Okay, machen wir jetzt ganz unkomplizierte und einfache Absage. Wir machen jetzt eine ganz kurze Werbepause, ne? Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder. Bei Trials Evolution. Yay. Woo! Wee! Freude! Tschüss!